Freunde, eilen wir in das Bergland. Du unterschätzt uns und du bist verloren. Klicken, um die ultimative Fertigkeit zu aktivieren. Klicken, um die ultimative Fertigkeit zu aktivieren. Achtung, Blitzschlag! Wir sind besiegt. Ihr seid alle totes Fleisch für mich. Mal sehen. Rückzug antreten, aber wir kommen bald zurück. Ich werde ein besseres Team zusammenstellen. Überlasst es mir halt. Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Heroes Charge oder Charge, keine Ahnung. Ja, Admiralin haben wir freigeschalten. Ja, ich habe mir das Spiel mal runtergeladen und habe mir gedacht, dass ich es mal Let's Playen werde, beziehungsweise mal ein Part. Vielleicht auch nur Let's Test, das weiß ich aber noch nicht. Kommt drauf an, wie der Part ausgeht, also sollte Let's Test oder Let's Play dastehen. Das werdet ihr dann schon sehen. Truhen. Gratis Bronzetouren, wirf einen Blick ins Innere. Gratis. Okay. Glutstern, Eva Glutstern. Glutstern, okay. Versuche die Goldschatztruhe. Gratis. Okay, das ist wahrscheinlich nur so ein Tutorial. Schattenbotin. Reina. Schattenbotin. Ja. Die hätten wir auch. Schattenmacht wird unser Team noch mächtiger machen. Okay. Kampagne. Kampagne. Ja, keine Ahnung. Mittels Klicken in die Stufe einsteigen. Du ziehst mit deinen Helden los, um den Klagen nachzugehen, dass sich in den Feldern nahe der Stadt Angreifer befinden. Okay. Machen wir mal die drei. Sende jetzt Helden auf das Schlachtfeld. Okay, muss ich jetzt das klicken? Ja, muss ich. Okay. Da kommen Bäume. Oder was ist denn das? Okay, da ist ein Boot. So eine Spezialattacke. Und bam! Sind sie down. So, was haben wir hier jetzt? Und bam! Na los! Klicke auf den Erfahrung. Das weiß ich doch. Okay. Ach, das war der erste Level mit 3 Sternen. Cool. Wir haben recht gute Kleidung bekommen. Nutzen wir sie, um unsere Helden zu verbessern. Verbessert man sich, wenn man gute Kleidung anhat? Interessant. Ich zeige dir jetzt, wie du die Kleidung anziehen kannst. Nicht die Aufnahme. Admiralin. Equipment. Ausrüsten. Boah, das ist aber ziemlich kompliziert. Nachdem der Held 6 vollständige Kleidungen besitzt, kann er höher gestuft werden, um stärker zu werden. Setzen wir jetzt unsere Abenteuer fort. Okay. Dann können wir mal den zweiten Level machen. Okay, da ist meine Aufnahme. Ich wollte sicher gehen. So, dann nehme ich wieder die 2. Die 3 meine ich. Und dann mal los, würde ich sagen.
Achso, ich muss auf meinen Spieler draufklicken. Ich dachte, ich muss auf den Gegner drauf tippen. Okay. Jetzt mal den elektrischen Spezial machen. Mal los. Und das hätten wir auch. Was ist das jetzt? Okay. Klicke auf den. Achso, ja. Du machst gleich alle, okay? So. Du noch und jetzt bam. Okay, wir haben 2 Schatztruhen bekommen. Interessant. Victory. Okay. Dann den dritten Level. Damals gar keine Sterne bekommen, kann das sein? Ich kenne mich ja noch nicht so gut aus. Warte, wie lange nehme ich schon auf? 6 Minuten, okay. Das werde ich dann nach dem nächsten Level höchstens beenden. Es ist doch noch ein letzter Test, weil ich mag das Spiel nicht so gerne, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe schon ein letztes Play vorbereitet, was ich machen möchte. Beziehungsweise was ich schon die ganze Zeit machen will. Und auch jetzt dann mal die erste Folge aufnehmen möchte. Außer es ist dann wieder eine Runde Bed Wars frei, wo ich schon die ganze Zeit warte. Dann werde ich natürlich Bed Wars machen. So. Was ist denn das? Oh, ein Skelett mit Feuer-Dings. Okay. Ich klicke einfach irgendwo hin, entweder auf die Gegner oder auf meine Spieler. Bin mir immer noch nicht so genau sicher, wo man hinklicken muss, damit man angreift. Ich glaube aber, das ist eher... Sag mal, der Genesung gemacht, oder was immer das auch ist. Ja, was soll denn das? Ach so, ich habe Spezialattacken. Warte mal drauf da. Das sah jetzt episch aus. Einfach mal alle 3 eiskalt drauf. Okay, beide Level 3. Die können Level-Ups haben. Okay. Ja, vielleicht setze ich das noch fort. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Da oben ist jetzt plötzlich meine Aufnahme. Okay. Interessant. Ab das ist jetzt erst wieder, wo man Sterne erreichen kann, oder was? Das sah jetzt genauso gleich wie der Anfang aus. Und bei dem mittleren habe ich nicht Sterne bekommen. Los. Okay. So, dann mal das Boot. Spezialtechnisch. Eine Schatztruhe. So, dann mal das Elektrisch-Dingsbums. Ach du meine Güte, was bist du denn? So, jetzt aber beide. Okay. 2 Schatztruhen für den, okay. Ist der zu schnell kaputt gegangen? Geil. Das ist wahrscheinlich wegen der zweiten Spezialtechnik. Okay, dann hätten wir das auch geschafft. Und für das gibt es, glaube ich, wieder Sterne. Team Level Up. Ja, 3 Sterne, toll. So. Ja, okay, machen wir noch. Gut. Machen wir mal weiter. Nee, ich glaube, ich setze das schon fort. Ich meine, das gefällt mir irgendwie. Muss ich sagen. Achso, ja, man muss wirklich auf die einzelnen Spieler draufdrücken, glaube ich. So hat das bisher funktioniert. Also, die mittlere. Die machen das irgendwie von selber, kann das sein? Kommt mir schon so vor. So, du Gartenzwerg kriegst auch noch 1 auf die Nuss. Und dann der dritte Abschnitt. Oh Gott, was bist du denn?
Hättest du denn den mittleren genommen? Der ist der stärkste. Wahrscheinlich immer nur der, der dran ist. Wahrscheinlich. Also der, was weiter vorne ist. Also man kann nie verschiedene angreifen. Ich kann ja schon Spezialtechniken machen. Ich vergesse das immer. Ich gucke da nicht so drauf. Beziehungsweise ist ein bisschen unauffällig. Okay. Ja, Leute. Level 4 haben sie erreicht. Okay. Ja, gut, Leute. Was kann man hier noch machen? Herausforderungen, was? Ah, das sind davor Quests. Ach so, okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, was ist mit dem ersten Part dieses Spiels? Ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Ist eigentlich schon ganz spannend. Dieses Spiel hat mir übrigens mein Vater weiterempfohlen, weil er selber immer sehr verschiedene Handygames spielt und mir die dann immer weiterempfehlt. Und das Spiel macht eigentlich ein bisschen schon Spaß. Deswegen setze ich es natürlich fort und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.